Ja, Section, ne? Ist geil. Sekt kann ich nicht spucken. Das geht einfach nicht. In der Nase, coole Hefe, fein, elegant. Vom Mundgefühl her balanciert, auch ein Zuckerschwänzchen. Gerade ein Ticken zu warm. Aber nett, cool. Ein schöner Einstiegsriesling, würde sagen Flaschengärung aus der Pfalz. Gut, riesengroße Bläschen. Ist das gut oder schlecht? Ich mag sie nicht. Oftmals ein Zeichen dafür, dass ein Sekt eigentlich Tankgärung gemacht wurde oder von der Nase gibt er mir jetzt nicht so viel für einen Riesling-Sekt irgendwie. Ja, so eine typische Zitrusnote eben, aber jetzt nichts Besonderes. Ja, der ist recht süß für einen Sekt. Sehr süß. Ich finde auch so ein Zuckerschwänzchen ist da absolut mit drauf. Das legt sich komplett über den Gaumen. Und dann kommt erst diese leichte Säure vom Riesling durch. Ich persönlich bin eine Sekttrinkerin, die lieber wirklich Brüt oder extra Brüt eben trinkt. Deshalb wäre das ein Sekt, den ich spucken würde. Nee, schmecken tut der gut. Den würde ich schlucken. Kann man gut trinken, so mal zum Anstoßen. Nach einem überstandenen Tag. Schlucken.